Sie stand da, ihre Schwester, mit sie unter am Fenster. Meistens trug sie Kleider mit Preisschildern dran. Und sie dachte, Menschen sind sonderbar, wie galaktische Gespenster. Sie sah sich den ganzen Tag diesen Zirkus da draußen an. Dicke Bullies mit Plastiktüten und Atemnot fressen ihre Nasen am Schaufensterglas. Die meisten Wesen ranken hektisch vorbei, nur ab und zu hielt mal ein Hund an. Das Bein machte die schöne Scheibe nass. So stand sie da in ihrem Fummel, scheint es Neonlicht. Sie fand den Job sehr blöde, und die Kolleginnen sagten, Polyesterherz war voller Schmerz und sie wollte zurück in die Puppenfabrik oder irgendwohin. Da sah sie ihn. Er verlor sich in ihren Augen. Er träumte auf ihrem Gesicht. Doch ihr schickes Kleid, wie komisch. Sehr traurig und sein Blick war tief und schön, und sie merkte, es fiel ihm schwer, einfach weiter zu gehen. Am Abend war die Innenstadt dreckig, tot und rau. Sehr glücklich gewesen war. Sie trafen sich, sie liebten sich, aber immer nur in der Nacht. Denn ihr Schaufensterpuppendienst begann morgens immer so gegen acht.